Im Namen des Schweizerischen Adlergieverbandes möchte ich euch recht herzlich begrüßen und versuchen, in diesen paar Minuten euch die Last auf dem Haflinger ein wenig näher zu bringen. Wir haben hier in der Arena die 70-jährige Stute Bonja mit ihrem 14 Tage alten Hengstflug. Die zwei Rosthörer an der Familie Berger. Ich möchte ganz herzlich danken, aus Wortart, die Sie bergen, aus Entschuldigung. Ich möchte ganz herzlich danken, an Ihnen als wir die wunderschönen Rosthörer präsentieren. Der Haflinger hat seinen Namen aus dem Bergdörfli Hafling in Südtirol, Obermeran. Und er ist in den 50er Jahren, Anfang des 50er Jahres, sind die ersten Haflinger in die Schweiz gekommen. Dann noch quasi 10 cm kleiner als sie ist, als frischstämmiges Säumerbössli, wo man eingesetzt in der Landwirtschaft und eben vor allem zum Säumen. Und nachher ist in der Landwirtschaft sind die Rosse nicht mehr aufgeworfen. Der Pferdesport ist immer wie mehr aufgekommen. Und dementsprechend hat man nachher auch das Zuchtziel vom Haflinger angepasst. Und hat man zu dem eleganten, gängigen Freizeitross und Sportross gemacht, den er heute ist. Und ich würde sagen, das ist gut und das Frühling. Das Konzern noch ein Zuchtziel und eigentlich ist das, was wir eigentlich heute retten. Was aber der Haflinger immer noch aus seinem Bergdörfli mitgebracht hat, ist seine enorme Blitzsicherheit und seine Genügsamkeit. Und es sind Rosse, die man auch anlassen kann und sie gehen und sie funktionieren. Aber sie haben auch ihren wunderbaren Charakter, ihre Ausgleichenheit, die haben sie behalten. Und das ist auch unser Ziel, dass wir ein Ross züchten, das umgänglich ist, auch für einen Anfänger, wenn er gut ausgebildet ist, absolut geeignet ist. Es gibt